Planet Wack Attack. Stefans Aufwach-Arschtritt. Oh, scheißkalt, eiskalt ist es hier in 100.2 Hasselrot. Unser Planet Wack Attack Opfer Graziano wird gleich diese Eiswürfel in seinem Bett wiederfinden. Wir kühlen sein Schlafzimmer auf minus 10 Grad runter. Eishotel pur, würde ich sagen. Unsere Planet Wack Attack Komplizin, seine Freundin Nicole, die möchte ihn nämlich nicht mehr persönlich wecken. Warum? Genau, weil er einfach nicht aufsteht. Sein Wecker klingt alle 10 Minuten, ja, und bis er endlich mal aufsteht, muss ich 6 Mal rufen oder so und das kotzt an. Ja, er ist ein erwachsener Mann. Sag mal, was wird uns denn jetzt erwarten? Wird er ausflippen? Wahrscheinlich, ja. Okay, ich bin gespannt, was mich noch erwarten wird, weil wie schläft der gerade? Hat eine Boxer an, Feinripp, Liebestöter? Sieht ganz gut aus, hat ein T-Shirt an, weil er friert ja so und... Also gleich wird er noch mehr frieren und der kleine Graziano wird auch nichts zu lachen haben. Da geht heute bestimmt keiner mehr. Du bist Planet Wack Attack! Dein persönliches Eishotel, Graziano. Planet Wack Attack bist du. Na, kann ich dir ein Ramazzotti servieren? Nee, hab zu mir selber. Ist das nicht ein wunderschöner guten Morgen? Wie kalt! Hast du jetzt einen kleinen Iglo in der Hose oder was? Minus 10 Grad nicht nur in seinem Bett, auch in seiner Hose. So kleiner Graziano ist jetzt wach. Morgen! Oh Gott, kann man das Licht nicht mal ausmachen? Stefans Aufwach-Arschtritt. Die Planet Wack Attack. Only on Planet More Music Radio.